Die wildesten Gerüchte in die Welt gesetzt wurden. Warum Jenny? Ich weiß nicht, warum so ein krass Fass aufgemacht wird. Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Instagram Statement Reaction hier auf diesem Kanal und heute zu The 50. Heute schauen wir uns auf jeden Fall mal eine Fragerunde an von Yassin. Da gab es ja für euch zumindest, habe ich so wahrgenommen, schockierende Bilder von ihm und Jenny, also Jenny Elvers. Und da erfahren wir heute mal, was so bei den beiden ist oder auch nicht ist. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Fängt natürlich schon mal gut an und zwar, was läuft mit Jenny? Also gut, ich meine, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich sehe da persönlich auf jeden Fall die ganz große Liebe drin. Also ich meine, wenn Yassin damit involviert ist, dann geht es auch gar nicht anders. Und mit Jenny natürlich sowieso. Ja, liebe Leute, wollen wir doch direkt mal mit der Frage starten, die am häufigsten gestellt wurde und auch schon bevor die Show losging, die wildesten Gerüchte in die Welt gesetzt wurden. Warum Jenny? Ja, Leute, warum nicht? Warum nicht? Ich war Single, sie war Single, wir beide fanden uns gut, haben uns mega gut verstanden. Da knutscht man ein bisschen rum, ist ja in Paris. Also, wir haben uns die Show halt einfach cool gemacht, ne? Ist doch cool, wenn du jemanden drin hast, mit dem du dich super verstehst. Ab und zu mal ein bisschen knutscht. Why not? Ja, das war aber eine gute Antwort. Also ich habe ja, er hat ja gerade auch gemeint, man hat es vor der Show schon mitbekommen, habe ich mir auch erst so gedacht, so Yassin und Jenny, aber warum denn eigentlich nicht? Wobei man natürlich sagen muss, die Leute im Format waren auch ähnlich schockiert, ne, wie die meisten Zuschauer. Ja, es wurden auch keine Herzen gebrochen oder sonstiges. Es gibt auch kein Drama, was es im Nachgang gibt oder sonstiges. Die Leute verstehen uns auch bis heute noch gut. Alles ist in Butter. Wir sind nicht zusammen oder banden irgendwie an. Aber wir hatten einfach dort eine tolle Zeit. Und das war's. Also, ich weiß nicht, warum so ein krass Fass aufgemacht wird. Wir haben halt einfach unser Leben genossen, ne? Bis zum Abwinken. Ja, von dem her. Bis zum Abwinken. Ja, ich glaube, ungefähr so hat Yassin sein Leben schon immer genossen in den Formaten. Und wahrscheinlich auch nicht nur in den Formaten. Aber gut, ich meine, klingt ja fast schon irgendwie zu langweilig, die Story. Ja, also dafür, dass ich jetzt extra ein Video dazu drehe. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, Yassin wäre die Eintrittskarte für Jenny bei Temptation VIP gewesen. Wann haben die Aufnahmen stattgefunden? Das ist eine gute Frage. Letztes Jahr, Anfang August. Hier kommt jetzt natürlich eure Ergänzung dazu. Und zwar habe ich ja auch gemeint in der Reaction, wann Germany Shore gedreht wurde. Also wegen, jetzt nicht wegen Yassin, sondern wegen Paulina und Tommy. Und hier wurde geschrieben, Germany Shore wurde im Juni und The 50 Anfang August gedreht. Ja, seht ihr mal, dann haben wir das auch beantwortet. Dann könntet ihr jetzt kommentieren, wann sind eigentlich Tommy und Paulina zusammengekommen? Da habt ihr wenigstens eine Aufgabe. Wusstet ihr vorher, wer da mitmacht oder was für Infos habt ihr bekommen? Eigentlich auch eine gute Frage. Ich hoffe, ihr hört dieses Klopfen nicht im Hintergrund. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ja, genau. Die Frage ist natürlich, wenn manche gewusst hätten, wer da so dabei ist, ob die dann auch mitgemacht hätten oder nicht. Hatten keinerlei Infos zu dem Projekt. Wir wussten nur, dass es eine Gaming-Show wird. Wir wussten auch bis zu dem Zeitpunkt nicht, dass wir für unsere Follower spielen. Ja, da seht ihr jetzt nicht ganz hier, bisschen abgeschnitten, aber ich habe es ja vorgelesen. Das ist ein Ehrenmann. Muss ich aber sagen, das hat mich irgendwie gewundert. Also es ist ja auch in der Folge so rübergekommen, als wüssten die das alles gar nicht. Aber es wundert mich trotzdem, dass die nicht vorher wussten, dass da so viele Leute dabei sind und so. Also, so wisst ihr das? Wäre ja eigentlich eine gute Info gewesen, oder nicht? Also, was ich sagen möchte, ist, dann hätten manche bestimmt erst recht mitgemacht. Wann kommen immer die neuen Folgen? Immer montags, nur auf Prime Video. Ja, vielleicht ja auch bald nicht nur bei Prime Video. Hier auch eine gute Frage. Erfahrt ihr, wer hinter dem Löwen steckt? Ich glaube immer noch, es war Manuel Neuer. Ja, das wäre auf jeden Fall naheliegend. Das habe ich ja auch schon gemeint bei der einen Challenge hier mit Marius und dem Fuchs war das. Da hat er, glaube ich, nicht gegen den Löwen, sondern gegen den Fuchs gespielt. Der Esel, dann der Löwe und
Die Katzen. Und da habe ich ja auch schon gemeint, dass mich interessieren würde, wer da denn dahinter steckt. Also bei dem Fuchs, aber bei dem Löwen wäre es auch interessant. Da muss ja eigentlich fast Maurice sein. Ihr sagt ja immer, ne? Wenn ich im Leben nochmal wiedergeboren werde, wäre ich auf jeden Fall ein Löwe. Das ist einfach so. Je nachdem, wer da dahinter steckt, könnte das ja theoretisch auch voll unfair sein bei den Challengers. Aber generell, also meine Vermutung, eigentlich muss da jemand dahinter stecken, den man auch kennt. Und dann wird das irgendwann am Ende oder so vielleicht gelüftet. Keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Vielleicht war es natürlich auch Manuel Neuer. Auch eine gute Frage, hast du dich gut mit Paulina verstanden? Also zumindest hätten wir, nee, wir haben ja sogar gesehen, die haben sich verstanden, stimmt. Ab und zu mal ein bisschen diskutiert, aber im Großen und Ganzen alles easy. Ja, da bin ich mal auf die Diskussionen gespannt. Scheinbar waren die dann aber nicht vergleichbar mit denen bei Ex on the Beach. Welche vier Frauen meinte Christina? Konnte nur zwei zählen. Ja, da verstehe ich gerade hier, weiß ich nicht, was meinte denn Christina da? Er weiß es scheinbar auch nicht. Habt ihr für die Show auch eine Gage bekommen? Ja, das finde ich auch eine geile Frage. Nee, also Geld haben wir da nicht bekommen für. Ich meine, das Gute ist ja, wenn die eine Gage bekommen haben, dann kann Erik immerhin sich nicht wieder beschweren wegen Geld und Geld, was ihm genommen, geklaut wurde, oder? Wie hat er das gemeint? Ich glaube, geklaut. Sag doch bitte einfach, dass du mir die 50.000 Euro genommen hast. Das ist... Also Yasin, ich glaube, sie mag dein Pullover. Also sie ist gerade mega begeistert und schnüffelt ihn die ganze Zeit ab. Ja, also ich mag natürlich auch so einen Pullover. Deswegen hoffe ich mal, dass mir da Yasin auf jeden Fall mal einen zukommen lässt. Okay, das ist auch interessant. Hat jetzt natürlich nichts mehr damit zu tun, aber RTL 2. Wie gesagt, seht ihr auch wieder nicht. 2024 wird und dann eine Rakete. Also ich sag's euch, bei RTL 2 wird hier echt groß gedacht. Das ist nicht mal Platz. Da geht was, da geht was. Das ist die Frau, die sich um mich kümmert, die Beste. Ohne dich wäre ich nichts. Nichts und wieder nichts. Immer die Frauen, ne? Erinnerung an eine der besten Shows, die ich je gedreht habe. Kampf der Reality Star. Ganz hinten aber dann der zweite Platz, ne? Elena da mit einer Stimme verloren. Naja, vielleicht wird es bei der 50 anders. Hier auch nochmal eine gute Frage. Also ich finde, dass so Fragerunden sind immer gut, weil das sind so die Sachen, die frage ich mich immer beim Anschauen, aber die weiß man halt einfach nicht. Deswegen reagiere ich ja auch hierauf, damit wir die Infos auch haben. Wie lange dauerten die Spiele meistens so? Also das ist auch mal interessant. Von bis alles dabei. Glaubt, das längste Spiel ging 4 Stunden, kommt aber noch. Boah, das ist ja krass. Da muss man ja richtig arbeiten dort. Nein, Spaß natürlich. Das Schloss haben wir ja auch schon gehört, in Paris zu finden. Nicht in Stuttgart, wie Cosimo erst dachte. Ich war schon mal in so einem Schloss, in Stuttgart, Schloss Solitude. Da heiraten die Leute immer die ganze Zeit. Und das war's auch schon wieder, Freunde. Mehr gibt's nicht. Kein Temptation mit Jenny, kein irgendwas mit Jenny. Was ich natürlich sagen muss, ja, also es fällt mir natürlich ein Format ein bei RTL 2, bei dem Yasin und Jenny mitmachen könnten. Und zwar bei Betrugsfälle. Irgendwann zumindest. Ich hoffe mal, das war jetzt eine gute Überbrückung, bis hoffentlich die Reaction auf Folge 3 und 4 kommt. Ansonsten gerne natürlich noch ein Like und ein Abo dalassen und wir sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.